Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. In dieser Videoreihe begleite ich meinen Weg zum Milliardär. Ja, richtig, ich will Milliardär werden und werde hier meinen Weg begleiten, indem ich jeden Tag ein Video mache und darüber spreche, was ich so mache, wie ich Milliardär werden will und so weiter und so fort. Checkt da gerne schon mal die anderen Videos aus. Aber heute, ihr habt es im Titel schon gelesen, zeige ich euch mein neues Schreibtisch-Setup. Und ich bin wirklich überglücklich. Ich habe wirklich die letzten Jahre auf so einem alten Laptop gearbeitet. Hier ist er noch, mein alter Laptop. Da habe ich wirklich nur gearbeitet. Kein Bildschirm sonst, kein gar nichts. Und der ist echt mittlerweile richtig langsam. Aber jetzt habe ich mir gedacht, hole ich mir ein neues Setup. Und halbe Sachen mache ich nicht, deswegen jetzt gleich richtig. Und jetzt gönnt euch mal dieses geile Setup. So, Freunde, es geht los. Natürlich Handy am Start. Dann Magic Keyboard von Apple. Logitech Maus, also Apple Maus ist kompletter Quatsch, keine Ahnung, wer damit zurechtkommt, gerne, aber ich brauche eine gescheite Maus, wo ich auch ein paar Tasten habe. Hier das Apple Studio Display, also da bin ich wirklich richtig happy darüber. Das hat, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, irgendwas über 2000 Euro gekostet. Das ist höhenverstellbar, 5K Auflösung, also das ist echt richtig, richtig gut. Und schaut euch das mal an, ihr seht es hier ist so eine Achse, deswegen ist das höhenverstellbar. Ich habe mir gedacht, ich gönne mir das einfach, diese Höhenverstellbarkeit. Diese Option hat nämlich 400 Euro gekostet. Das heißt, es gibt noch eine Variante, der lässt sich nur neigen. Der wäre 400 Euro günstiger, aber ich habe mir gedacht, wenn schon, dann richtig. Genau, dann das Herzstück von allem ist natürlich hier dieser MacBook Pro. Ich mache den jetzt auch mal auf. Und der ist wirklich richtig, richtig geil. Also ich weiß gar nicht, ob das rüberkommt, aber auf jeden Fall mega Display. Und ich habe mir einfach gedacht, ich nehme einfach das Beste von allem. Ich bin jetzt wirklich kein Technik-Freak, also ich kann euch da jetzt nicht so genau sagen, was der kann. Es ist auf jeden Fall der M3 Max Chip. 64 GB Arbeitsspeicher, 4 TB Festplatte, bestmögliche Grafikkarte. Und der hat ein bisschen mehr als 6200 Euro gekostet. Und zusammen mit Maus, Tastatur, dem Bildschirm und meinem neuen Schreibtisch hier, höhenverstellbarer Schreibtisch, von Ergotopia, auch richtig gut. Habe mir gedacht, wenn ich mir ihn hole, dann direkt richtig gute Qualität. Und da bin ich echt richtig zufrieden. Also der ist richtig schön höhenverstellbar. Kann ich hier einspeichern, wo er sein soll. Und ja, bin ich echt richtig zufrieden mit. Und schaut mal, ein richtig cooles Feature. Wenn ich jetzt nach hinten gehe, dann zoomt der automatisch rein in den Bildschirm. Und vor allem, wenn ich jetzt auf die Seite gehe, dann verfolgt er mich. Der verfolgt mich einfach. Das ist so verrückt. Ich kann einfach rumlaufen und er verfolgt mich immer. Da, die Kamera dreht sich mit. Richtig, richtig cool. Da gucken dann alle blöd im nächsten Zoom-Meeting. Auf jeden Fall, ob sich der Laptop für 6000 Euro gelohnt hat, kann ich gerade noch nicht sagen. Ich habe nämlich noch nichts ausprobiert, wo wirklich eine hohe Leistung erforderlich ist. Auf jeden Fall läuft jetzt alles sehr flüssig. Das ist schon mal gut. Nicht so wie bei meinem anderen Laptop. Da war alles ein bisschen ruckelig. Aber was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, dass ich richtig, richtig zufrieden bin mit diesem geilen Display. Also die Auflösung, 5K-Auflösung, ist wirklich richtig, richtig gut. Ich muss die ganze Zeit einfach da drauf gucken, auch wenn ich nichts mache, weil es einfach so beeindruckend ist. Also da bin ich schon happy und gestern auch schon das erste Video da drauf geschnitten. Das macht echt viel mehr Spaß, da zu arbeiten. Man hat viel mehr Platz, sieht alles besser aus. Der Ton ist richtig gut. Also wirklich, da kann man wirklich einen Kinofilm gucken. Braucht man keine externen Lautsprecher. Also der Ton von dem Bildschirm, der ist echt geisteskrank. Ich glaube, es gibt keinen anderen Bildschirm, der so einen guten Sound hat. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich hier stehe und Leute im Stehen arbeiten. Es ist wirklich richtig, richtig geil. Vor allem direkt morgens nach dem Aufstehen finde ich es immer echt blöd, wenn man sich direkt hinsetzt. Man lag hier schon 8 Stunden im Bett. Da tut es echt gut, wenn man ein bisschen steht. Man kann sich so ein bisschen frei bewegen, rumlaufen. Das ist echt richtig cool. Ich werde mir eventuell noch so ein Laufband bestellen, damit ich dabei noch ein bisschen gehen kann. Das ist nochmal deutlich angenehmer als zu stehen. Aber ich bin echt richtig happy. Und hier kann man einfach hochstellen, damit man gerade ausgucken kann. Das ist ganz wichtig. Beim Laptop muss ich immer nach unten gucken. Und jetzt kann ich einfach gerade ausgucken. Ist auf jeden Fall deutlich gesünder, auch für den Nacken. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was für die Agentur arbeiten. Falls ihr es nicht wisst, ich habe eine Agentur, eine TikTok-Live-Agentur, die größte in Deutschland. Und da mache ich jetzt noch ein bisschen was dafür. Und danach gibt es erstmal was richtig Geiles zu essen. So, Freunde, Arbeit ist fertig und jetzt schaut euch mal hier diesen Bitcoin-Chart an. Das macht natürlich viel mehr Spaß auf so einem großen Bildschirm. Und schreibt es mal in die Kommentare, was meint ihr? Ist die Korrektur vorbei? Geht es jetzt nach oben oder geht es jetzt nochmal so richtig runter? Mir ist beides recht, wenn es nach oben geht, dann freue ich mich natürlich, wenn es nach unten geht. Dann kaufe ich nach, dann ist der Bitcoin im Angebot. Aber ich bin sehr zuversichtlich,
Und immer wenn man denkt, boah, das sieht aber gerade richtig schlecht aus, dann immer ein Tipp, Leute, nimmt die Maus und zoomt raus und schon sieht das Ganze auf einmal sehr positiv aus. Geht ja alles nach oben. Einfach immer rauszoomen, Leute, im Zweifel. Dann liest man immer in den Medien, Bitcoin bricht um 30% ein. Aber dass es sich davor verdreifacht hat, das erwähnen die meistens immer nicht. Und ich habe tatsächlich auch nicht in den Nachrichten gehört, dass Bitcoin neues All-Time-High gebrochen hat. Man hört immer nur, wenn der einkracht. Komisch. Und jetzt schaut euch mal dieses geile Dry-Aged Ribeye Steak an. 390 Gramm. Hat gekostet, ich glaube, 18 Euro. Und die aus der Großstadt kommen, die werden es wahrscheinlich kennen. Für mich ist es jetzt was komplett Neues. Ich habe gerade auf Flink bestellt. Auf Flink, F-L-I-N-K. Und habe ich Lebensmittel bestellt. Das heißt, man kann ganz normale Lebensmittel wie aus dem Supermarkt bestellen. Und die waren da innerhalb von 20 Minuten. Und es ist jetzt wirklich schon spät abends. Also die liefern bis 23 Uhr und sind einfach in 20 Minuten da. Das ist so krass. Also man spart sich wirklich das Einkaufen. Es geht schneller, wenn man über Flink bestellt, als wenn man einkaufen geht. Das ist komplett crazy. Ich glaube, das mache ich jetzt nur noch alle zwei Tage bestellen. Ich habe sogar jetzt Wasser bestellt. Hier, Wolwegwasser. Das gute Lauretaner Wasser gibt es leider nicht. Da muss ich mir noch was überlegen, dass ich mal Lauretaner Wasser herbekomme. Auf jeden Fall, das ist schon echt geisteskrank. Das macht das Leben deutlich, deutlich leichter. Einfach auf Flink bestellen. Man muss nie wieder das Haus verlassen. Aber das ist gut. Alles, was effizient ist und dafür sorgt, dass man mehr arbeiten kann, ist gut. Und das mache ich auch gerne. Und da gebe ich auch gerne ein bisschen mehr Geld aus. Wobei Flink jetzt nicht so viel mehr Geld kostet. Ich glaube, die Produkte sind minimal teurer als im Rewe. Und dann noch 2 Euro Versandkosten, also vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall, das Steak bleibt jetzt erstmal ein bisschen draußen liegen, damit es warm wird. Dann ist es besser zu braten. Und jetzt gibt es erstmal hier Mozzarella. Ich lebe ja nach wie vor Carnivore. Und bis jetzt sind die Erfahrungen echt gut. Also ich fühle mich richtig gut mit dem Carnivore-Essen. Ich habe keine Bauchschmerzen, keine Verdauungsprobleme, kein gar nichts. Man braucht kein Klopapier mehr. Es ist alles wunderbar. Die Verdauung, die läuft so, so gut. Und jetzt gönne ich mir diesen Mozzarella. Das ist für mich mal so ein kleiner Snack, 300 Kalorien. Den nehme ich im Ganzen einfach raus und esse den einfach auf. Direkt über der Spüle, brauche ich nicht mal einen Teller. So, einen guten. Sehr geiler Snack. Und übrigens, schreibt mal in die Kommentare, was ihr als nächstes Video sehen wollt. Ich will nämlich mal ein Video darüber machen, wie ich so mein Geld verdiene. Also ins Detail gehen. Und das, was euch halt am meisten interessiert, mache ich als erstes. Also entweder mache ich ein Video darüber, wie ich momentan in Krypto investiere, vor allem Meme-Coins, was da meine Strategie ist. Oder ich mache mal ein Video über meine Trading-Erfahrung. Ich trade nämlich auch, aber da bin ich noch relativ neu. Aber habe richtig gute Gewinne gemacht jetzt die letzten Wochen, muss ich echt sagen. Ich glaube, ich habe aus einem 2.000-Euro-Portfolio, genau, ich habe 2.000 Euro auf meinem Trading-Konto eingezahlt. Und es war zwischenzeitlich mal auf über 10.000 Euro, ich glaube sogar 11.000 Euro. Und das alles in einem Monat. Ist jetzt wieder ein bisschen runter, jetzt bin ich bei 7.000 Euro. Die Trades laufen alle noch, aber weil jetzt gerade eben die Korrektur ist. Aber ja, ist richtig gut. Oder soll ich noch ein Video zu einem ganz anderen Thema machen? Ich habe vor einigen Wochen schon mal erwähnt, dass ich einen Shop aufbaue. Das heißt, ich versuche mich auch mal im Dropshipping. Das heißt, ich mache gerade auch ein bisschen Dropshipping. Da kann ich auch gerne mal ein bisschen was dazu berichten. Ich weiß, ich mache ein paar mehr Sachen gerade. Aber man muss sich einfach ausprobieren und gucken, was einem liegt, was einem Spaß macht. Und irgendwas wird davon auf jeden Fall funktionieren. Aber jetzt gibt es erstmal Mozzarella. So, da ich jetzt noch auf Steak warten muss, sitze ich hier wieder am PC oder am Mac, sagt man eher. Ist ein Mac ein PC? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht. Auf jeden Fall bearbeite ich jetzt mein Video und ich freue mich richtig aufs Bearbeiten, weil man so viel Platz hat. Es ist einfach so viel Platz, das ist so schön. Und in dem Sinne, Leute, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil ich jetzt sehr viel in Deutschland bin und halt jeder Tag irgendwie ein bisschen gleich aussieht, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, was ich jetzt zeigen soll. Soll ich einfach nur über irgendwelche Themen reden und gar nichts zeigen, so überhaupt nicht vloggen, oder soll ich trotzdem so eine Art ein bisschen Vlog-Style machen und einfach zeigen, was ich hier so zu Hause mache? Ich glaube, das ist schon ganz cool, weil nur so kann man so ein bisschen begleiten, wie ich auch Milliardär werde. Ich will ja den Weg dahin begleiten und nicht nur über irgendwelche Themen reden. Deswegen denke ich, es macht am meisten Sinn, wenn ich einfach so zeige, was ich den Tag über mache und dann mir halt immer noch ein bestimmtes Thema raussuche, über das ich in dem Video dann rede. In dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt arbeiten und dann gibt es ein richtig, richtig geiles Steak. Und wenn gleich nichts mehr kommt, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, seid gerne bei meiner Reise dabei. Vielleicht habt ihr ja auch Bock, erfolgreich zu werden, viel Geld zu verdienen. Dann seid ihr hier natürlich genau richtig und dann können wir zusammen durchstarten und erfolgreich werden. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video.